Idyllische Dörfer, beschauliche Wasserläufe, stille Seen und weite Wiesen. Die Lewitz ist eine Region voll ländlichen Charme und natürlicher Vielfalt. Kanutouren und Bootsfahrten führen durch das facettenreiche Gebiet und laden zu abwechslungsreichen Entdeckungstouren ein. Vom Wasser aus zeigt sich die Lewitz Besuchern von einer ihrer schönsten Seiten. Wieder auf dem Trockenen ist die Erkundung der südöstlich von Schwerin gelegenen Region auf dem Lewitz-Radrundweg besonders empfehlenswert. Die letzten Kartoffeln des Jahres werden geerntet. Jetzt sind Tüffelwochen im Mecklenburger Wiesenland. Die Köche der Region heben nun die köstliche Knolle auf einen kulinarischen Ehrenplatz. Überall werden Feste gefeiert und Ausflüge organisiert. Und natürlich gibt es Kartoffeln satt. Die Lewitz überrascht Gäste zu jeder Jahreszeit mit ungewöhnlichen Veranstaltungen. Mittelalterliche Kirchen, Burgen und Schlösser sowie liebevoll ausgestattete Museen berichten von einer eindrucksvollen Vergangenheit. Eines werden Sie in der Lewitz nicht übersehen: Wasser. Flüsse, Kanäle und unzählige Gräben durchziehen die Region. Hier erlebt man unberührte Natur hautnah. Müritz-Elde-Wasserstraße, Alte Elde und Stör sind beliebte Reviere für Bootsurlauber, Paddler und Hausbootfahrer. Sie können die Lewitz auf eigene Faust erkunden oder mit einem erfahrenen Naturführer. Von der Eiszeit geformt und von Menschenhand geprägt, ist die Lewitz mit ihrer einzigartigen Mischung aus Trockenwiesen, Teichen und Kanälen heute europäisches Vogelschutzgebiet. Beobachten Sie See- und Fischadler, den Tanz der Kraniche und den Zug der Graugänse. Seien Sie willkommen! Erleben Sie die Lewitz!